So, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Eldenbusters, hieß das ja. Ja, mich haben ein paar Fragen erreicht und zwar bezüglich der Kristallwurfpfeile. Es sind doch Messer, sind wir ehrlich, sind ja nicht Messer, egal. Wo das denn überall funktioniert, denn unter anderem war die Frage, funktioniert das auch bei den Gargoyles und überhaupt? Und ja, also wir gehen mal der Sache auf den Grund. Wir befinden uns hier übrigens, wenn jemand fragt, Grab des heroischen Riesentöters, das ist hier. Und hier haben wir einen Feuermönch, den ich mal... Oh Gott, hallo Mr. Poys. Gott, musst du dicke Eier haben, dass man dich nicht mal einen Zentimeter verrucken kann. Das Heer, es gehört mir. So. Also nicht, wir sind nicht wegen ihm hier, sondern auch deswegen nicht. Deswegen diesem hässlichen Ding da unten, deswegen sind wir hier. Okay. Diese, nennen wir sie Katzen-Mongo-Statuen, ja, das klingt gut, sind tatsächlich in der Lage, ebenso wie der da, ja komm. Unsere willigen Diener zu... Aua, nicht mich, hallo. Ey. Dreh dich mal um. Nicht mich. Vollidiot. Ja, danke. Hallo. Ja, das ist nett. Also, wie man sieht, die kleinen Goblins kann man dingsen. Die große Steinkatze kann man dingsen. Mit ihren unendlichen verzögerten Spago-Angriffen sie einfach immer und immer und immer wieder castet. Ja, aber... Ach Gott, verflucht. Ja, mach's nochmal. Ich hab's noch nicht verstanden. Das war nicht ernst gemeint. Ja, ja. Oh, der Boden ist explodiert. Das tut mir jetzt aber weh. Wie viel Leben hat das Ding? Geh mal weg. Ja. Weil, wisst ihr, das ist die geilste Animation von allen. Das finde ich so gut. Sie schweben einfach in die Luft. Greifen dich an. Das da. Wow, ist das geil. So ein Scheiß. Hau ab, ey. Also, ja, wir wissen jetzt, Goblins und hässliche Steinkatzen, es gibt sogar einen Bosskampf mit denen, die kann man wohl zu seinen willigen Sklaven machen. Die wichtigste Frage, die ich bekommen habe, wie sieht's denn mit diesen Gargoyles aus? Welche? Naja, hier ist ein Doppelbosskampf mit denen. Ich bin schon recht im Spiel fortgeschritten, deswegen gehen wir... Ich glaube, die Phobion des Erdenbaums müsste das sein. Da gehen wir mal hin. Da trollt sich noch so einer. Dann checken wir das einfach mal aus. Und dann wisst ihr jetzt, ob das dann funktioniert. Es wäre ein Traum. Es wäre ein Traum. Dieser Doppelbosskampf ist die Hölle. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Denn... Klar, die sind schon steinig und allem. Aber die haben halt trotzdem noch so Organe und so. Also... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir werden es ja gleich rausfinden. Wupp. Shalom. Oi. Wieso hast du das getan? Frag nicht. Wir sind hier geschäftlich. Wegen ihm hier. Also, mal schauen, ob... 31 Wurfmesser lang. Oh, hey, was habe ich denn da übersehen? Oh, hallo. Oh, nice. Ja, hallo. Ah, ja, Kamera, ne? Lief nicht so toll. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, Anlauf Nummer 2. Darf ich meine Runen haben? Danke.
Hallo, bleib mal stehen. Ah. Nee, das ist ein Buff, der ist uns nicht willig. Wie ihr seht, ich hatte noch mal extra Wurfmesser dabei. Leck mich doch am Arsch. Kein Bock auf dich. Nee, wirklich nicht. Ja, hier. Runter von meinem Rasen, Sandbett. Tisch ab. Wo hast du die Lebenspunkte her? Gabst du mir mal einen Ausverkauf bei Aldi oder was war los mit dir? Penner. Ist doch wahr. Naja, also ja. Arschloch. Zumindest haben wir damit jetzt diesen Mythos geklärt. Es geht leider nicht. Leider. Es wäre schön. Gut, auch wenn man ehrlich ist. Was will er denn hier klopfen? Sand? Also außer uns. Und entschuldigt mich, dass ich nehme das jetzt doch ein bisschen persönlicher. Oh, ich habe übrigens sehr viel Mana, weißt du das? Kann das den ganzen Tag machen. Was ist denn los? Läufst du zurück? Was los? Ja, genau. Feige Schwein. Was ist denn los? Eier am Wandern, ha? Eine Blase am Fuß, hab dich erwischt. Ja, ich gehe jetzt erstmal wieder in meine Wohnung zurück, ne? Ich hole mir auch einen schönen unfairen Vorteil. Mist, ich habe 10 Trilliarden HP und eine Resistenz. Oh ja. Und die Mauer ist im Weg, war so klar. Das passiert auch immer nur dem Spieler. Jetzt echt jetzt. Die Attackenfindung in dem Spiel ist echt der letzte Mist, wenn man das mal so anmerken darf. Jede dieser dummen Blitzbolzen macht 813 Damage. Wie viel Leben willst du bitte haben? Nur so aus Neugier. Einmal da. Und er ist out of range. Oh ne, ich habe ihn noch im X. Schön in die Fresse. Das wird wehtun. Oh, wir leben noch. Und das genügt. Und top. Okay, und das war's dann für heute. Immerhin ein kleines Erfolgserlebnis. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.